Hallo, mein Lieben. Heute wollte ich euch mal zeigen, wie wir so spazieren gehen. Also, ja, wie wir den Kinderwagen fertig machen, wenn wir spazieren gehen wollen. Die Kleinen liegen noch im Bettchen und sie haben gerade Mittagsschlaf gemacht. Und jetzt ist es Zeit, dass ich gleich mal Gassi gebe mit meinem Hund. Und dann nehme ich die kleinen Mäuse mal mit. Und deswegen wollte ich jetzt den Kinderwagen fertig machen. Und ich ja, wollte euch heute einfach mitnehmen, weil ich oft gefragt werde: Versteckst du die Kleinen? Wie machst du das und so? Und ja, deswegen wollten wir heute mal euch mitnehmen, wenn wir das so machen. Und wir hoffen, euch gefällt's und viel Spaß! Wie ihr wisst, haben wir den Teutonia Quattro und den Bugaboo Camelio da hinten in der Ecke. Aber heute nehmen wir mal den Quattro. Er steht zurzeit immer hier in meinem Zimmer oder halt dort draußen. Und ja, was so auf den ersten Blick immer da ist, zeige ich euch jetzt. Also was wir immer so dabei haben, also was immer schon drin ist, bevor ich anfange, ihn fertig zu machen. So ist auf jeden Fall das Regenverdeck da unten. Hier haben wir auch ein originales von Teutonia drin, genau. Das ist echt so eine coole Tasche, die hier so rumhängt. Dann hat man dieses Gefusel nicht mit diesem Verdeck da unten. Aber das ist von meinem anderen Kinderwagen. Ehrlich gesagt, habe ich das zu dem hier neu gekauft, weil ich nicht wusste, dass eins dabei ist. Habe ich hier auf jeden Fall die Soft-Tragetasche drin. Die seht ihr. Die ist immer bei Mel und Jane drin. Bei Lennox ist sie nicht drin. Da gehen wir immer ohne Soft-Tragetasche spazieren. Sonst haben wir Mels Decke, weil Mel zuletzt in diesem Kinderwagen lag. Und hier ist Lennox Decke. Und die habe ich nur da reingetan, weil sie auf dem Wickeltisch lag und habe ich sie einfach kurz da reingetan. Ja, Mels Decke. Also jedes Baby von mir hat eine Decke. Und sie hat halt diese hier. Und eine Decke von jedem Baby ist immer dabei zum Zudecken halt. Also haben wir immer eine Decke drinne. Dann haben wir hier die ganz normale Matratze, weil ohne Matratze ist das Ganze hier ziemlich hart, weil hier unter ist einfach nur so Holz. Deswegen haben wir auf jeden Fall eine richtig schöne Matratze. Da ist auch immer eigentlich noch hier so ein Spucktuch drauf oder so. Das habe ich aber gerade in die Wäsche getan, weil meine Katzen im Kinderwagen geschlafen haben. Und dann ist das alles voller Katzenhaaren, so wie jetzt hier alles zum Beispiel. Ja, deswegen muss ich da jetzt auf jeden Fall noch ein neues Spucktuch drauf tun. Da habe ich mir gedacht, mache ich vielleicht das hier. Aber das ist eigentlich Mels Schnuffeltuch. Das haben wir nämlich auch immer dabei. Also ein Schnuffeltuch für jedes Baby hat da auch wieder seins, ist auch immer dabei. Und ja, das halt kommt halt auf das Baby drauf an, was an den beiden Sachen dabei ist. Also jedes Baby hat halt seine Decke und jedes Baby hat halt sein Spucktuch. Das haben wir aber immer dabei. Für jedes Baby halt. Und heute gehen wir mit Mel raus, wie eigentlich oft in letzter Zeit. Dann haben wir immer ein Spielzeug dran, das ist auch verschieden. Jetzt haben wir das hier dran gemacht, weil ich das im Moment rumliegen hatte. Habe ich das die letzten Tage mal rangemacht. Aber wir haben noch ganz viele andere. Also das ist echt auch verschieden, was wir da an Spielzeug haben. Ich glaube, heute nehme ich nicht das hier, sondern ein anderes. Ja, jetzt brauchen wir erstmal ein neues Spucktuch. Da müssen wir erstmal schauen, ob wir eins finden. So, ich habe jetzt mal so eins genommen. Das ist ein dickes Molltontuch, also ein sozusagen dickes Spucktuch, wo nicht so viel Spucke oder so durchkommt. Und wir nehmen ja Mel mit, wie gesagt. Das heißt, wir haben ein Spucktuch. Das liegt meistens immer hier am Rand. Also ich weiß nicht, ich habe das immer hier so am Rand liegen. Und wenn zum Beispiel irgendjemand kommt, der nah an meinem Kinderwagen vorbeigeht, mache ich das so ein bisschen über ihr Gesicht. Das zeige ich euch gleich alles nochmal. Also so, das liegt immer da am Rand. Dann haben wir die Decke, mit der werden wir sie gleich zudecken. Aber die hier, seht ihr, ist sehr, sehr dünn. Die ist so ganz, 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 ganz dünn und überhaupt nicht wärmend und nicht so schön. Und deswegen glaube ich, dass wir noch Lennox mitnehmen, also dass wir beide sozusagen mitnehmen, weil die hier ist richtig, richtig schön dick und richtig schön flauschig. Ja, die ist richtig, richtig schön. Ja, weil es heute doch noch etwas kälter ist. Ich glaube, wir nehmen einfach beide mit. Das ist doch schon mal gut. Dann, ja, dann glaube ich, brauchen wir nur noch Mel und ein Spielzeug. Dann brauchen wir erstmal ein Spielzeug. Ich glaube, wir nehmen heute das hier. So, oder wir können auch das Pferdchen mitnehmen. Wollen wir das Pferdchen nehmen? Ja, wir nehmen das Pferdchen heute mal. Das sind übrigens die Mäuse. Hallo, Jaden. Er hat mir wieder seinen Autoschnuller. Den habe ich irgendwie schon lange nicht mehr gefunden. Und
Gestern habe ich ihn wiedergefunden. Kleine Maus. Hier ist die Mel. Ganz kleine Mausi. Doch, ein Schnulli. So. Schnuckis. Oh, ich liebe seine Haare so. Ich finde die so schön. So. Ja, jetzt brauchen wir die Mel gleich. Und ein Spielzeug, genau. Das müssen wir einmal hier abmachen. So. Ich mal hochmache. Da ist echt nicht mehr viel Platz nachher, wenn man das Kind noch sieht. Aber ich liebe dieses Pferdchen so doll. Ist voll schön. So. Jetzt würde ich sagen, packen wir mal die Melder rein. Und danach müssen wir noch Flaschen und so fertig machen. Und Wickelklamotten müssen natürlich auch dabei sein. So, ich habe der Mel noch eine Jacke angezogen. Es ist ja viel zu kalt draußen. So. Und dann lege ich das Spucktuch immer so ein bisschen über ihren Körper und mache hier so eine kleine Mauer sozusagen. Das heißt, dass man halt nicht so doll da reinschauen kann. Also hier ist dann immer so eine kleine Mauer. Und ja, dann decken wir sie zu. Ich habe ja gesagt, ich nehme heute beide Decken mit, deswegen fangen wir an mit der dickeren. Und dann legen wir ihre noch drüber. So. So, dann sind wir auch schon fertig. Das ist jetzt alles so eingepackt. Und ja, dann mache ich das hier meistens noch zu. Außer wenn es zu warm ist, dann mache ich das natürlich nicht so zu, weil das ist halt schon echt wie so eine riesige Decke nochmal, weil es echt schön dick ist. So. Das hier fest. Und dann ist der Kinderwagen auch schon einsatzbereit. Dann mache ich das hier dann alles auch so ein bisschen ordentlich, damit es alles, ja, ordentlich aussieht. So. Dann ist die Mausi auch schon fertig. So, fertig. Und so können wir jetzt eigentlich los. Jetzt brauchen wir noch eine Flasche natürlich. Die müssen wir auch noch mitnehmen. Und Wechselzeug. Ich habe ja, wie ihr wisst, keine Wickeltasche leider mehr. Ich habe meine ja verkauft, weil ich sie einfach nicht mehr so schön fand. Und deswegen tue ich es immer hier unten rein. Also hier hinten in den Fußbereich. Da passt es immer sehr gut rein. Oder ich habe hier so zwei kleine Täschchen, wie ihr seht. Hier sind so zwei kleine Täschchen. Und da passt das auch rein. Also es reicht meistens hier so. Oder halt hier in den Fußbereich, weil da passen die Füße von den Kleinen eh nicht hin. Wir nehmen heute eine Aventflasche, die habe ich noch nie benutzt. Die nehmen wir heute. Und dann haben wir hier natürlich unser Milchpulver drin. Machen erstmal die Flasche auf. So. Ich hoffe, das bleibt jetzt alles hier stehen. Dann habe ich hier so einen Trichter. Passt immer auf alle Flaschen super rauf. Und ein Löffel, wo was Milchpulver so drauf ist dann. So. Fertig. Dann kommt da gleich noch Wasser rein, bevor ich losgehe. Und dann brauchen wir für die Mel natürlich auch noch eine Wechselwindel. Da haben wir ja die von Pampers, die Newborn-Windeln. Dann nehmen wir auf jeden Fall auch noch eine mit. Und dann nehmen wir noch einen Strampler mit, dass wir sie wickeln, also dass wir ihr Outfit wechseln können, falls sie in die Hosen macht oder so. Also nehmen wir einen Strampler noch mit und eine Windel und eine Flasche. Das ist so unser kleines Notfallpaket. Und das packe ich jetzt, wie gesagt, hier in den Fußraum. Weil Mels Füße halt lang nicht bis dahin reichen. Und ja, ich gucke mal, wie weit ihre Füße gehen, damit sie es dann auch noch bequem hat. Und dann kommt hier zum Beispiel jetzt die Flasche rein. Und das Wechseloutfit so um die Flasche, damit die warm bleibt und damit, wenn sie mit den Füßen dagegen kommt, damit es nicht so hart ist. Und die Windel kommt dann einfach hier so an den Rand. So. Und ja, dann mache ich ganz wichtig, dass ich die Decken
dann um ihre Füße machen, also zwischen die Sachen hier so, damit sie halt einfach da nicht so dagegen kommt. Sie aber trotzdem noch ein bisschen Platz hat zum Strampeln. So, und dann ist das Ganze auch schon fertig. Und dann sind wir auch schon fertig. So geht's dann los für uns. So sieht der Wagen dann aus. Ja, also es ist meistens immer so. Manchmal, wenn ich im Stress bin, dann packe ich nichts zum Wechseln ein oder so. Ja, dafür wäre es dann einfach praktisch, eine Wickeltasche zu haben, weil ich dann schon alles immer vorbereitet da drin haben kann. Für jedes Baby ein Outfit, für jedes Baby eine Windel und so. Das wäre halt voll praktisch, aber ich muss halt erstmal eine neue Wickeltasche kaufen. So sieht die kleine Maus jetzt übrigens aus. Also eine Hand hier hinten ist zum Beispiel versteckt, damit sie auch erstens warm ist und so. Dann baue ich halt hiermit immer so eine kleine Mauer. Und ihre andere Hand ist hier so. Schnuller ist drin und sie, meine Babys gucken meistens immer alle nach rechts. Also ich mag es irgendwie lieber, wenn die nach rechts gucken. Ja, und wenn zum Beispiel jemand kommt, also wenn es oben ist, ich jetzt zum Beispiel kein Spielzeug zum Verstecken habe, dann mache ich das hier einfach ein bisschen höher, so. Und dann sieht man da auch gar nichts mehr. Ja, aber eigentlich ist mir das egal, wenn jemand kommt, weil es ist ja schließlich mein Hobby. Und ja, im Sommer mache ich das hier auf jeden Fall auf, oder wenn halt schönes Wetter ist und die Kleinen wach sind, dann mache ich das hier auf. Ja, weil dann scheint hier die schöne Sonne rein und dann haben die es ganz schön hell. Aber ich kann das hier halt immer noch auflassen, falls es zu windig ist. Weil hier kommt halt kein Wind durch, weil hier ist extra noch so ein Plastik hinter. Das ist super praktisch, finde ich. Und ich liebe das an Kinderwagen, wenn die so ein Loch haben. So ein Guckloch. Und auch später, wenn der Kinderwagen umgedreht ist, dann können die Eltern hier reingucken, ob es dem Kind gut geht. Finde ich auch super. Und man kann es halt auch einfach ganz einfach zumachen. Und es sieht dazu auch noch echt voll schick aus. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Und so würden wir jetzt rausgehen. Und sie ist so süß. Schmusebär. Ja, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr noch so für Tipps haben wollt. Denn ich werde ja ganz oft gefragt, wie ich so rausgehe und ob ich mich traue, ohne Verstecken mit denen rauszugehen. Und ja, also wenn ihr irgendwie mehr Tipps haben wollt, dann könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich mache darüber gerne ein Video, weil ich möchte euch natürlich auch auf diesem Kanal zeigen, wie ich so mit den Kleinen umgehe. Und ja, wir hoffen, euch hat das Video gefallen und geholfen. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob euch sowas hilft vielleicht. Ja, ich wollte es einfach mal gezeigt haben und ja, ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag. Bis zum nächsten Mal.